Hallo, ich bin Martin, dein Supply Chain Coach. Schön, dass du beim Supply Chain College dabei schaust. Im heutigen Interview habe ich Fabian Rang zu Gast. Fabian ist heute Chief Technology Officer bei der Firma Paretus in Heidelberg. Und ihr wisst ja schon, wir haben jetzt schon die ein oder andere Paretus-Folge hier auf dem Supply Chain College gebracht. Denn dieses Unternehmen, aufstrebende Unternehmen, setzt sich mit Themen auseinander, die mir sehr, sehr nah am Herzen liegen. Zum Beispiel die Supply Chain Optimierung, Supply Chain Planung. Und mit Fabian wollten wir eigentlich einsteigen, weil er ist Mathematiker vom Background her, über mathematische Optimierungen, KI etc. Natürlich sprechen wir auch über diese Themen. Aber im Laufe des Interviews habe ich gemerkt, hey, wir kommen auf so coole Diskussionen und machen klassisches gutes Ping-Pong miteinander an Antworten, Fragen etc. Und haben uns da, glaube ich, ganz gut ergänzt, sodass ich dann eigentlich irgendwann die Fragen beiseite schieben konnte, die ich mir aufgeschrieben hatte in der Vorbereitung für Fabian. Und ich glaube, es ist ein ganz cooles Thema, auch vor allem wieder auf Supply Chain Planung zugeschnitten bei rausgekommen. Bleibt mal dran und hört mal rein, was wir so die fast eine Stunde lang, sage ich mal, besprochen haben. Und ich bin überzeugt, ihr werdet es nicht bereuen. Hallo Fabian, willkommen beim Supply Chain College. Hi Martin, schön hier zu sein. Fabian, erklär doch mal den Zuhörern, Zuschauern, was dich so antreibt. Was soll man über dich oder muss man über dich wissen? Genau, vielleicht, was treibt mich an? Ich bin leidenschaftlicher Mathematiker. Und das ist auch meine Passion quasi, wie können wir mehr Leute dafür begeistern und wie können wir auch mehr Leute befähigen, die tolle Technologie und die tolle Mathematik, die darunter liegt, am Ende des Tages auch anzuwenden, um dementsprechend ja mehr mit der Zeit, die sie haben, machen zu können. Bleiben wir doch mal beim Mathematiker, weil im ersten Moment schreckt es ja manchmal ab, gerade wenn man, wie ich, aus der Praxis drauf guckt. Aber ich habe eine sehr gute Meinung schon vorweggenommen, also keine versteckte Botschaft jetzt oder so. Aber was bringt dich dann in als Mathematiker so in den Business-Kontext, Supply Chain-Kontext? Kannst du da irgendeine Geschichte erzählen, wie du die Brücke gebaut hast? Ich habe ursprünglich auch mal bei Daimler gearbeitet in der Produktionsplanung. Und was mich aber schon immer fasziniert hat, auch danach, als ich bei Siemens oder mit Siemens gemeinsam meine Promotion gemacht habe, ich habe gesehen, dass viele der Probleme, die wir haben, eigentlich schon woanders gelöst sind. Und wenn man aber einen Schritt zurücktritt, sieht man mathematisch, wenn ich das Problem formuliere, dass die Probleme deutlich ähnlicher sind, als man erstmal denkt, wenn man auf eine Autoproduktion schaut und vielleicht ein Energienetz. Und das hat mich quasi fasziniert. Und deshalb denke ich jetzt auch für heute und für alle Leute, die in der Supply Chain unterwegs sind, die Supply Chain hat deutlich mehr gemeinsam mit anderen Bereichen. Und ich glaube, es wurden viele Probleme für die Supply Chain schon gelöst, von der wir heute noch gar nichts wissen oder von denen wir heute noch nichts wissen, dass sie gelöst worden sind. Weil es vielleicht gerade in der Medizin passiert ist oder woanders. Heute beschäftigst du dich bei Paretus auch mit Optimierungen entlang der, sage ich mal, End-to-End-Lieferkette. Magst du da noch was dazu sagen? Was ist so deine Rolle dort im Unternehmen? Was ist so dein Fokus im Vergleich zu anderen Teammitgliedern und ja, Partnern, Co-Founder? Genau, also ich bin CTO bei Paretus, also der technische Teil und gleichzeitig aber auch das Sprachrohr quasi ins Business, gemeinsam mit meinem Co-Founder Thorsten. Warum? Wir haben die Firma damals auch gegründet, weil wir gesagt haben, die Technologie ist da. Also ich habe lange schon Algorithmen entwickelt, die extrem gute Ergebnisse gebracht haben, also in der Theorie. Die Praxis ist ja, werden diese Ergebnisse dann auch wirklich angewandt? Und da ist es oft gescheitert. Ja, und das ist quasi ja unsere Mission und Vision mit Paretus, dass jeder zu jedem Zeitpunkt eine gute Entscheidung treffen kann, weil die Dinge auch so angezeigt werden und den Leuten an die Hand gegeben werden, dass sie sich trauen und den Mut haben und das Vertrauen haben, das Ganze auch zu tun. Und meine Rolle ist, A, die Technologie so zur Verfügung zu stellen, dass es überhaupt gute Ergebnisse liefert. Da sind wir aber extrem gut aufgestellt. Und B, die Technologie so zu erweitern im Produkt, dass wir quasi über das Produkt auch Vertrauen und Transparenz schaffen können, dass die Leute damit auch arbeiten können und auf gute Gedanken kommen. Springen wir doch mal ein bisschen mehr in die Praxis und gehen nachher wieder auf den Algorithmus zurück, weil das ist nämlich auch eine Frage zu eingefallen. Aber in der Regel, wenn ihr mit Unternehmen sprecht, die eben eine Modellierung möchten, Automatisierung suchen, generell einen positiven Business Case haben wollen, wegen Fachkräftemangel, was auch immer die Unternehmen antreibt, dann sprichst du oder sprecht ihr eher mit Führungskräften, nehme ich jetzt an. Aber die Tools am Ende vom Tag und die vielleicht veränderten Prozesse dann, die da zugrunde liegen, die Führungskräfte sind ja oftmals weit weg, die machen nichts Operatives mehr in den Unternehmen, je nach Hierarchieebene. Wenn man jetzt auch als Rolle, nehmen wir mal einen Planer allgemein oder einfach Mitarbeiter, der diese Tools verwendet, wie sehr könnt ihr denn wirklich mit den heutigen Techniken schon automatisieren? Wie verändert sich so diese
ja, diese Rolle, das Arbeitsleben, das tägliche Doing. Und vielleicht schieß mal eine zweite Frage vorweg, dann kannst du gerne ein bisschen ausholen. Glaubst du, das wird sich nochmal die nächsten ein, zwei Jahre radikal verändern, also Fahrt aufnehmen, diese Automatisierung? Ja. Also aus einer technologischen Perspektive, auch wenn wir natürlich seit letztem Jahr jetzt KI in aller Munde ist, ich meine, die neuronalen Netze, Paper gab es seit den 50ern des letzten Jahrhunderts, also viel Wissenschaftliches gibt schon lange. Deshalb glaube ich, ich kann für heute sprechen, das wird sich die nächsten ein, zwei Jahre, glaube ich, noch verbessern und effizienter werden, aber ich sehe da jetzt keinen Quantensprung, weil wir haben eigentlich alle Elemente da. Ich sehe den großen Unterschied in der Anwendbarkeit. Also am Ende des Tages, gucken wir mal ein paar Jahre zurück, oder bei den meisten Firmen ist es immer noch so, wenn ich neue Technologie nutzen will, brauche ich ein Technologieteam, ich brauche ein großes IT-Team, und die müssen erstmal zusammenspielen und gut miteinander kommunizieren, und dann müssen sie noch irgendwie die Welt der Planer verstehen, also die Welt, ein ganz anderer Bereich wieder, und diese drei Bereiche müssen plus Management irgendwie miteinander so kommunizieren, dass da was Sinnvolles bei rumkommt. Das Risiko, dass es nicht funktioniert, und das sieht man ja auch in der Anwendung, wenn man schaut, wie viele KI-Projekte schaffen das in Anwendung, sind, glaube ich, nur 13%, die es aus dem POC-Status, also aus dem Proof-of-Concept, wirklich auch in Production schaffen. Und ich glaube, das ist ein Riesengrund dafür. Und wo, und das haben wir mit ChatGPT jetzt gesehen, und das ist bei Decision Intelligence bei uns nicht anders, die Tools werden ein neues Level erreichen, weil sie werden nicht mehr, es wird einer breiteren Masse zugänglich gemacht. Also bei ChatGPT war es Sprache, das heißt, Leute konnten jetzt mit Sprache, wie wir als Menschen denken, mit dem Ganzen interagieren. Bei neuartiger Planungssoftware oder Technologien, die auch in Planung eingesetzt werden können, wird es ein Mix wahrscheinlich sein aus Sprache und Zahlen. Die Leute arbeiten ja heute schon viel mit Zahlen und mit Dashboards auch. Also in dieser Kombination, und die Technologie, die unten drunter liegt, die wird ein bisschen versteckter sein. Also ich werde damit interagieren können. Ich muss aber kein Mathematiker sein oder ein ganzes Team an Mathematikern haben, um gute Forecasts zu bekommen oder um eine gute Optimierung zu bekommen. Ich muss nur wissen, wie ich es konfiguriere und wie ich damit interagiere. Und ich glaube, das wird sich ändern. Also das Interface hatten wir die letzten Jahre einfach wenig. Ich würde sagen, Excel ist bis heute das meistgenutzte Interface, was auch für viele Sachen bis jetzt gut genug war. Aber hinter Excel liegt keine sophisticated Optimierung oder Forecasting Engine, die ich auch als Planer dann einfach ansteuern kann. Und ich glaube, das wird sich extrem ändern die nächsten Jahre. Ja, spannend. Was mir so durch den Kopf geht, aber auch da, vielleicht hast du da bessere Beispiele auch. Wenn ich so in die Vergangenheit schaue, wie Planer, egal ist, was mit Excel oder auch irgendwelchen schon einfacheren Planungstools oder so gearbeitet hatten, oftmals war ja das Wichtige, wenn man so einen Wochenplanungszyklus, Monatsplanungszyklus, wie auch immer hatte, dass man überhaupt den Plan erstellt, also durch die ganzen Stufen, sage ich mal, durchgängig erstellt, die Stücklisten auflöst, bis zur Disposition, was auch immer hinten rauskommt. Und was ich mir so einbilde, mit dem, was ich auch jetzt in der Praxis sehe, mit den besseren Tools, die jetzt auch noch mehr künstliche Intelligenz mit haben, eben Entscheidungshilfen den Planen an die Hand geben oder Entscheidungen sogar abnehmen zum Teil, dass man vielleicht sogar mehrere Pläne aufstellt und sich für den besten entscheidet und den dann in die Exekutive übergibt. Oder denke ich da komplett falsch? Wie siehst du das? Ja, absolut. Ich würde es in zwei Stufen gliedern. Also ich komme gleich zu Sokrates. Der ist quasi zuständig für die besten Lösungen. Das Erste, was wir sehen durch die neuen Technologien, ist, du kannst erstmal dein Speed of Iteration, also wie viele Iterationen mache ich, extrem nach oben schrauben. Das heißt, wir haben Kunden, die haben davor das einmal alle 6 Monate gemacht. Die können das jetzt jede Woche machen. Das ist ein Riesenvorteil, weil die Lieferanten ändern sich quasi jede Woche, sei es wegen Streit in den Verhandlungen, sei es, weil jemand pleite geht oder weil jemand Neues dazukommt. Das kann quasi innerhalb von einer Woche mit einbezogen werden. Und das ist ein Riesenunterschied, weil wenn ich das wöchentlich machen kann, kann ich einfach schneller reagieren. Und Speed of Reaction bringt mir schon mal einen Riesenvorteil, dass ich immer an meiner Potenzialgrenze bleibe. Also es ist der eine Track. Und gleichzeitig, dadurch, dass es schneller ist und besser und wir eben Simulationen fahren können, können wir, und das machen wir auch, wir haben ein bisschen einen anderen Ansatz, können wir quasi Pareto-optimal Szenarien parallel rechnen. Also das ist Sokrates, unser Optimierungsalgorithmus. Und was wir machen, ist quasi, wir rechnen nicht nur ein bestes Szenario aus, weil es gibt, meiner Meinung nach gibt es nicht das eine beste. Also zu jedem Kunden, zu dem wir gehen, sagen sie erstmal, ja, wir wollen Kosten minimieren. Sage ich, okay, da kann ich meine menschliche KI anschmeißen und sage, ja, dann macht einfach euren Laden dicht, dann habt ihr keine Kosten. Und dann sagt mir jeder, ja, so einfach ist es natürlich dann doch nicht.
ich will eigentlich noch Umsatz machen oder Qualität ist mir auch wichtig. Und wir merken recht schnell, dass die Welt ist eben mehrdimensional und so sind es auch Business-Ziele. Das ist eigentlich, also es gibt nicht jetzt 100 KPIs, aber wir sagen immer eine Spannung eigentlich aus Kosten, Qualität, Nachhaltigkeit und eben Wachstum, wo sich jede Firma ja irgendwie befindet. Ja? Und wir rechnen für diese verschiedenen Zielgrößen, rechnen wir optimale Szenarien schon vor und lassen den Kunden dann entscheiden, in welche Richtung will ich mehr gehen. Und das hat einen riesen Vorteil, weil A, ich gehe aus so einer reaktiven Rolle, ich sitze vor dem Computer, muss ein Szenario ausrechnen, muss dann nochmal was rumklicken und nochmal hoffen, dass es besser ist, ich sehe meinen Raum an potenziellen Lösungen und ich kann taktisch entscheiden, will ich jetzt mehr wachsen oder will ich bottomline mehr Geld sparen. Wir sehen, das hat sich auch extrem geändert die letzten 18 Monate. Geld sparen ist auf einmal wieder angesagt. Und mit unserer Lösung konnten die Leute halt extrem schnell umschalten. Und wir müssen die Leute in den Firmen in die Lage versetzen, schnell reagieren zu können. Und das ist eben mit Szenarienrechnung, Optimierung und auch guten Forecasts und der Kombination dessen möglich. Weil wir schneller iterieren können und weil wir mehrere Szenarien gleichzeitig ausrechnen können. Ja, sehr gut, weil ich wollte eben, du hast das, glaube ich, gut erklärt, weil was mir nämlich durch den Kopf gegangen ist oder wo ich auch in der Praxis ein bisschen Sorge hätte, je mehr Planvarianten ich habe, was ist dann da herauszufinden, ne? Was ist denn wirklich jetzt für diese Periode oder für diese Problemstellung wirklich der beste Plan? Weil ich glaube, viele Unternehmen tun sich schwer, auch wirklich die richtige Strategie zu formulieren. Also ich meine kommerziell, auf Top-Level, sage ich mal, vom Unternehmen her, weiß man eigentlich, in welche Richtung man gehen möchte. Ja. Aber dann gerade in die Supply Chain runtergebrochen, also was ist die Supply Chain-Strategie, die die Business-Strategie eigentlich unterstützt? Und eine Strategie ändert sich eigentlich nicht innerhalb von einem Jahr etc. Und natürlich jetzt, ich kann dem zustimmen, jetzt ist wieder, Bestände müssen wieder oder mussten letztes Jahr wieder runter, ne? Kosten ist ein größeres Thema, kann ich dir komplett zustimmen, was du gesagt hast, aber das ist für mich keine andere Strategie, das ist einfach so jetzt eine taktische Phase, wo das wieder normalisiert werden muss, aber die Strategie hat sich ja nicht geändert, weil die Strategie ist, nehmen wir mal Tracy Würsemer, die drei Value-Disziplinen oder Disziplinen, wie auch immer auf Deutsch dazu sagt, du kannst so Cost-Leader sein, du kannst Product-Leader sein oder irgendwie so Customer Intimacy, wo du noch Serviceleistungen drumherum baust und so weiter spielen, so ganz grob jetzt, ohne dass ich jetzt einen Vortrag halten wollte oder kann auch dazu. Und je nachdem, welches der drei Felder jetzt in dem Beispiel du raussuchst, hast du eine ganz andere Supply Chain dafür und was ich mich da frage, wie flexibel sind denn die Modelle? Also kann ich als Anwender, wenn ich jetzt Planer bin, egal ob Absatz- oder Produktionsplaner, kann ich die Parameter verändern oder sollte ich sie überhaupt verändern? Oder ist es dann mehr eine Managemententscheidung? Wie gehst du oder wie geht ihr damit um? Oder wie stark gebt ihr das vor, auch schon bei einer Implementierung zum Beispiel? Ja, also erstmal wichtig ist, das sind genau die Parameter, die unserer Meinung nach nicht die Maschine entscheiden sollte. Also auch wenn wir über Automatisierung reden, wir müssen mit der Automatisierung immer sicherstellen, die beste Lösung basiert auf den Constraints und der Zielfunktion bereitzustellen. Mhm. Wir müssen aber extrem gut Transparenz geben, was sind die Constraints aus dem Business raus und was ist die Zielfunktion. Und das Schöne ist, ich finde, es gibt keine eine einheitliche Antwort, macht das jetzt Management, machen das die operativen Leute oder die Planer. Das kommt ganz auf das Unternehmen an, auf die Prozesse. Aber es ist wichtig, dass die Leute lernen, wie gehe ich denn in dieser neuen Welt jetzt damit um, dass ich, also jeder unserer Kunden war erstmal, wenn die Pareto-Front gesehen haben, ja, können wir hier nicht noch ein bisschen was machen? Nein, das sind schon alle besten Lösungen. Du kannst dich jetzt hier entscheiden, welchen Trade-off du gehen willst. Aber wir sind es so gewohnt als Menschen, ich habe eine Lösung, ich zeige die meinem Chef und der sagt mir dann entweder, ja gut, oder kriegen wir das nicht noch ein bisschen billiger hin und dann setze ich mich wieder an meinen Schreibtisch und mache das Ganze von vorne. Also es erfordert ein Umdenken und dasselbe ist auch, wenn ich diese Zahlen habe, ja, wie kann ich jetzt mit der KI interagieren? Also zum Beispiel, ich habe Constraints gerade genannt, ich sehe zum Beispiel beim Planern unglaublich viel Potenzial, wenn wir denen so ein Tool an die Hand geben, dass die anfangen an den Constraints auch rumzuspielen, also Potenziale wieder in ihrer Supply Chain neu zu entdecken. Weil jetzt kann ich zum Beispiel auch eine Simulation fahren und sagen, was ist denn, wenn ich 5% weniger auf Risiko gehe und 5% weniger Lager frei halte? Wie viel weniger Kosten habe ich dadurch durch den Transport? Und das sind jetzt so Fragestellungen, wo ich auch eine ganz andere Argumentationsbasis dann wieder mit dem Management habe. Und da muss ich wahrscheinlich gemeinsam diskutieren, setzen wir das jetzt runter oder nicht? Und deshalb liegt die Wahrheit irgendwo dazwischen, je nach Company, aber auch je nachdem, wie die Leute dann diese Lösung nutzen,
wer welche Entscheidung auch trifft, wir bauen ein neues Lager oder wir brauchen eigentlich gar kein neues Lager bauen, war total unnötig, dass wir immer 10% Lager freigehalten haben, hat uns extrem viele Millionen gekostet. Ja, was ich auch spannend finde, du hast gerade gesagt, der Planer, die Planerin präsentiert dann den Plan zum Vorgesetzten für die Freigabe oder eine Meinung dazu. Ich glaube, was mir da gerade durch den Kopf gegangen ist, es kommt auch darauf an, wer ist dein Chef? Ist es ein Einkaufsleiter? Ist das eine Produktionsleiterin? Ist das ein Logistiker, die Lager unter sich haben? Ja. Und dementsprechend würden die wahrscheinlich ganz anders gewichten. Ne? Der Einkaufsleiter würde eher auf niedrigere Beschaffungskosten und so weiter gewichten. Der Produktionsleiter würde eher auf, keine Ahnung, hohe Losgrößen, wenig Rüstzeiten, aber gar nicht aufs End-to-End-Optimum gucken. Und das ist also ein bisschen der Punkt, auf den ich jetzt eigentlich möchte. Bleiben wir mal bei Planung, weil das ist auch so ein bisschen so das Kernthema vom Supply Chain College. Oder wenn wir uns unterhalten, auch offline jetzt von diesem Podcast, haben wir über Planung viel gesprochen. Wo siehst du denn optimalerweise die Planung im Unternehmen, also auch in der Funktion, ne, aufgehangen, yep, dass sie eben eher neutral entscheidet und nicht beeinflusst wird von der ein oder anderen Führungskraft, die halt einen Teilbereich nur leitet? Ja, ich habe dazu ein schönes Beispiel. Also ich würde damit mal anfangen, das ist jetzt nicht, also ist auch planungsbezogen, aber auch in der Supply Chain, wir haben Kunden, da sind die Logistiker in dem Fall immer, sagen, ey, wir wissen, dass uns das viel mehr, also der Einkauf handelt immer tolle Discounts überall raus und Rabatte, weil sie mehr irgendwie, also ja, zum Ende des Quartals oder was auch immer. Mhm. Und die Logistiker wissen ganz genau, dass das, also die Kosten, die dadurch verursacht werden, sind höher als den Discount, der eingestrichen wird. Aber niemand kann das wirklich beweisen, weil das nicht wirklich modelliert oder abgedeckt wird. Das heißt, am Ende sticht immer die konkrete Zahl, die man sich einspart durch einen Discount, erstmal die Logistikkosten, die man nicht ganz klar messen kann. Und wir haben das jetzt umgestellt. Also wir haben gesagt, naja, wir optimieren ja quasi gesamtheitlich, in welche Lager auch in der Planung kommt, wie, wo, was. Und dann müssen wir natürlich, wir wollen Gesamtkosten minimieren. Und Discount minimiert ja auch die Gesamtkosten, deshalb nehmen wir den mit rein. Und die KI hat eine ganz andere Lösung und Lösungsvorschläge auch gemacht, wie sie einkaufen würde. Das heißt, ich sehe das absolut so, dass am Ende des Tages, ob es alleinstehend ist oder ob es drüber ist oder ob es quasi crossfunktional ist, diese Entscheidungsplattform ist eigentlich erstmal möglich, Zahlen, Daten, Fakten basiert, interdisziplinär auch zu diskutieren. Lohnt sich das? Weil der Einkäufer kann trotzdem sagen, ich will jetzt unbedingt immer zum Ende des Quartals einen Discount geben. Dann stellen wir das mal in der Lösung ein, sehen, okay, willst du es wirklich machen? Das kostet das Unternehmen jetzt mal 500.000 pro Quartal, wenn du das machst, weil wir viel mehr hin und her fahren oder weil das Lager viel voller ist. Und dieses Bild finde ich ein schönes Zielbild, wieder Diskurs zulassen und Diskussionen über Zahlen, Daten, Fakten auf Company-Ziele. Also dieses Matching von, was ist die kleine Entscheidung, die ich als Einkäufer treffe oder als Planer? Welche Implikationen hat die denn am Ende auf meine Company-Ziele? Und das fehlt den meisten Leuten ja, weil sie in ihren Silos arbeiten. Und das müssen wir aufbrechen. Ja. Und so sehe ich auch die Funktion der Planung und die Funktion von solchen Tools, wenn wir sie Planern an die Hand geben. Ja, ich glaube, damit hast du jetzt auch gehighlightet, so eine ganz große Veränderung. Ich glaube eben auch, so in die Richtung erzähle ich es auch mal meinem eigenen Team, auch schon beim vorherigen Arbeitgeber etc., dass ihr als Planer eigentlich den Ausdruck, vielleicht darf man die Stellen irgendwann auch nicht mehr Planer nennen, sondern ihr seid eher, ich sage immer, Supply Chain Manager, die eigentlich das Business beraten, weil neben natürlich, dass wir den Plan erstellen müssen oder absegnen müssen, weitergeben müssen an die anderen Funktionen, ist, glaube ich, das ab und zu mal, das muss ja nicht wöchentlich sein, ne, aber ab und zu mal rauszoomen und gucken, wie du es gesagt hast, was sehe ich denn in diesem Plan und wie kann ich optimieren? Und das sind dann eher langfristige Themen, weil man halt auf den Vertrieb zugehen muss oder den Einkauf zugehen muss und sagt, können wir nicht die Lieferanten, die Kunden, wie auch immer, ganz anders ansteuern? Können wir nicht Kunden in einem anderen Rhythmus beliefern, ja, weil wir irgendwelche Spitzen und so weiter, weil sich wieder eine Abteilung, eine Funktion überoptimiert hat, ne, generiert. Und ich glaube, das ist was schwierig ist. Ich glaube auch, das ändert die Jobprofile, ohne dass ich jetzt natürlich über mein eigenes Team rede, aber wenn ich jetzt allein mal schon die ganzen Teams, die ich schon mal leiten durfte oder Teil von sein durfte, wenn ich das mal so ab oder durchgehe in meinem Kopf, dann glaube ich, sind die meisten, über die Hälfte behaupte ich jetzt mal frech oder sogar mehr, haben nicht die Fähigkeiten, die man braucht, so wirklich end-to-end, taktisch, strategisch eher zu denken. Und zum Teil ist ja dann auch ein Thema, bleiben wir mal beim Planer allgemein, die sind ja in der Hierarchie, die sind eher bessere Sachbearbeiter,
Aber die müssen eigentlich dann mit Managementfunktionen in die Diskussion gehen, um überhaupt etwas wirklich zu verändern. Und das braucht ja auch wieder neue Kompetenzen. Hast du da auch schon was erlebt mit eben bei deiner, als deiner, deiner Produktionsplanungsrolle in der Vergangenheit oder eben auch jetzt bei Partnern, Kunden, dass auch über die Implementierung und die Diskussion über dieses Tool auch, dass die Führungskräfte gemerkt haben, oh, wir müssen das viel, viel breiter, umfänglicher, ganzheitlicher angehen. Kannst du da was zu sagen? Ja, interessanterweise ist die Reaktion oft, wenn die Führungskräfte das erste Mal sehen, gar nicht, wir müssen das breiter angehen. Ich habe eher das Gefühl, wenn die Planer wenn die Planer mit unseren Lösungen kommen, dass sie ein anderes Gehör bekommen, weil sie auf einmal in der Sprache und in den Zahlen der Person sprechen, von der sie was wollen, beziehungsweise die sie ja überzeugen wollen, dass das eine gute Entscheidung ist, nicht noch mehr Ende des Quartals auf Lager zu legen, damit wir ein bisschen Discount bekommen. Also ich sehe es eher andersrum, gar nicht, dass ich jetzt groß strukturell was ändern muss, sondern dadurch, dass wir die Leute auf einmal über dieselben Zahlen reden, also auch Beispiel wieder mit diesem Lager und den 5% Risiko, ja oder nein, das war immer eine Diskussion scheinbar über Jahre. Das erste Mal, als es so klar auf dem Tisch lag, das kostet ich 1,x Millionen im halben Jahr, war es keine Diskussion mehr, dann war es okay. Und wenn es so ist, ja, dann brauchen wir darüber nicht mehr sprechen. Und auf einmal hat man den Manager auf seiner Seite, weil man eben Transparenz an der richtigen Stelle geschaffen hat. Ja. Was ich da halt schwierig finde, aber da darfst du mir gerne widersprechen, was sind echte Zahlen oder mit welchen, also ich verstehe das, wenn man mathematisch irgendetwas modelliert, ob es bei einer Netzwerkstudie ist oder regelmäßig mit einem gescheiten System, habe ich jetzt in der Praxis leider noch nicht gesehen, und vielleicht gibt es das auch nie oder muss es nicht geben, dass die Zahlen reell sind. Also als Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie sage, ich spare 100.000 Euro mit dieser Entscheidung, dann kann ich ja oft gar nicht auf den einzelnen Kostenstellen in Unternehmen, sage ich mal, in den Bereichen nachweisen, dass die 100.000 Euro auch wirklich weg sind, ne? Weil das ist halt, so Modelle arbeiten ja, also ich bin jetzt kein Mathematiker, was ich gesehen habe, man macht ja so Optimierungsmodelle mit manchmal auch so virtuellen Kostensätzen, die so in die richtige Richtung gehen, ne, um die Größenverhältnisse zu unterscheiden. Aber ich habe jetzt noch nichts gesehen, dass wirklich eine nutzbare Zahl auch für einen Business Case, oder dem er an Vorstand sagen kann, hey, ich habe jetzt da die Einsparungen geliefert. Wie siehst du das? Wie gut könnt ihr denn mit echten Daten arbeiten, oder sind das wirklich Modelldaten, die einfach die eben Abwägung dann in die richtige Richtung drücken? Nee, also wir arbeiten schon, wenn es geht, mit richtigen Daten, also zum Beispiel Cent pro Kubikzentimeter, was Transportkosten angeht, als Beispiel. Warum? Mhm. Wir versuchen am Ende die Zahlen zu nehmen, die Planer auch sonst nehmen, wenn sie arbeiten. Also, und ich glaube, das ist auch der Riesenunterschied wieder, warum ich glaube, es ist so wichtig, Planer eine Lösung an die Hand zu geben, die sie selber bedienen können, versus ein Data Science Team zu haben, die genau diese Approximation dann machen, sagen, ist doch gut genug. Weil das ist der Unterschied, wie viel Vertrauen das wirklich bringt. Ich bin total bei dir. Wenn da jetzt auf dem Papier steht, es sind 1,4 Millionen, die wir sparen. Am Ende, die Welt dreht sich, es sind immer viele Einflussfaktoren, werden wir genau sagen können, das war jetzt deshalb? Nein. Wenn wir aber sehen, oh, es fahren auf einmal 20 LKWs weniger am Tag im Schnitt von Standpunkt A nach B, oder das Lager ist weniger ausgelastet, generell, ja, mit statistischen Abweichungen, dann haben wir den Value auch in der Praxis bewiesen, und so sind wir auch im Moment unterwegs. Also wichtig, dass wir am Anfang den Business Case aufstellen und gucken, ist da überhaupt ein Wert hinten dran, wenn wir das lösen? Weil dann lohnt sich es auch, in die kleinen Details zu gehen und zu gucken, wie viel kostet es von A nach B und von B nach C. Sind es 3 Cent mehr, hier weniger? Und das ist wichtig dann, weil nur dann findet die Optimierung auch ein realitätsnahes Optimum. Um dann in der richtigen Messbarkeit, da ist es mehr dann, wie gesagt, über statistische Mittel zu schauen, wird es generell, sehen wir einen Trend, dass die Transporte runtergehen. Dadurch können wir sehen, okay, die Optimierung hat was gebracht, und trotzdem bleibt das Service-Level gleich. Da mappen wir dann nicht mehr auf jeden Cent, ja. Weil, wie du gesagt hast, da gibt es zu viele Einflussfaktoren, und ich glaube, jeder hat sich schon mal eine Rollrechnung gemacht, wie toll jedes Tool ist ja erstmal rollpositiv nach wenigen Monaten oder Jahren. Und wir wollen mit diesem Stigma brechen, dass es halt nur auf dem Papier so ist. Deshalb lieber auch einen kleinen Use Case anfangen, der relevant ist. Den so schnell wie möglich auch dahin bringen, dass es jemand nutzt. Weil nur wenn jemand es wirklich nutzt, dann kann es auch auf der Straße und nicht nur auf PowerPoint Value bringen. Und dann messen, okay, was ist passiert? Und schauen, geht der Trend in die richtige Richtung oder nicht? Hier ein ganz kurzer, unbezahlter Werbeblock. Dieser Podcast entstand in Zusammenarbeit mit Paretos.
Paretos ist darauf spezialisiert, komplexe Abläufe mit Hilfe von KI zu optimieren, anstatt zum Beispiel mit Excel. Mit Paretos lassen sich Optimierungsmaßnahmen und Zukunftsszenarien besser, schneller und skalierbarer ermitteln als mit marktüblichen Tools. Paretos bietet eine bedienungsfreundliche oder bedienerfreundliche Decision Intelligence Software, zeigt ungenutzte Potenziale in den Unternehmen auf und hilft den Teams, sich entsprechend zu optimieren oder zu einer besseren Entscheidungsfindung zu kommen. Und das ganz ohne Vorkenntnisse oder Expertise im Bereich von Data Science. No more bad decisions, dank Paretos. Falls euch das Thema interessiert, schaut doch mal auf der Homepage von Paretos vorbei. Dieser Podcast und noch folgende Podcasts sind in Zusammenarbeit mit Paretos entstanden. Das ist unbezahlte Werbung, wir haben eine reine Kooperation, weil zum einen liegt es mir am Herzen, auf Lösungsfindungen, vor allem auch mal in Deutschland, in Europa entwickelt, aufmerksam zu machen, die Supply Chain, das Supply Chain Management, die Supply Chain Steuerung, die Supply Chain Planung optimieren können und verbessern. Und zum anderen gibt mir im Gegenzug für die kleine Reichweite, die ich mit dem Supply Chain College bieten kann, hilft mir Paretos auch interessante Gesprächspartner für euch, für das Publikum, die Zuhörer und Zuschauer zu finden. Ich finde, Paretos macht einen sehr guten Eindruck. Sie arbeiten meiner Meinung nach genau an den richtigen Themen. Setzt euch doch mal mit ihrem Produkt, ihren Lösungen und dem Unternehmen auseinander. Und schaut mal auf der Homepage, LinkedIn etc. vorbei. Ich glaube, ihr werdet es nicht bereuen. Insofern Problemstellungen in dem Bereich Decision Intelligence, Supply Chain Planung, Supply Chain Optimierung in eurem Unternehmen oder Startup etc. vorliegen habt. Und nun weiter im Podcast. Ja, das finde ich gut. Das bringt mich eigentlich gerade zur nächsten Frage, die ich sowieso für dich vorgesehen hatte. So ein bisschen eine Verbesserung in einem Bereich, also dass du nehmen wir mal die Absatzplanung als Beispiel, du kannst aber auch gerne ein anderes Beispiel gleich wählen, ja. Die Absatzplanung verbessert. Aber das hat ja so einen Abstrahl oder auf Englisch so einen Halo-Effekt in verschiedene andere Bereiche im Unternehmen rein. Hast du da auch irgendwas, wo du sagst, klassisch würdest du in dem einen Bereich anfangen, weil dort hat man immer schnell eine Optimierung und andere profitieren davon? Oder ist es fast egal? Und vor allem dann vielleicht die zweite Frage, sorry, ich stelle immer viele verschachtelte Fragen, aufbauen darauf, wenn ich so einen kleinen Mini-Business-Case mache und den erfolgreich liefere, aber über diesen ersten Case schon ganz viel anderes verbessere, dann nimmst du mir doch die Grundlage für den Folgecase, weil ich ja eh schon positiver, besser geworden bin, hoffentlich in anderen Bereichen. Hast du da eine Meinung dazu oder eben wo würdest du anfangen vor allem, wo hat man das größte Potenzial, um auch mal nachzuweisen, dass das was Gutes, eine gute Veränderung ist? Genau, ich würde vielleicht mit einem Bild anfangen, weil so haben wir Paretos auch gestartet. Wir haben since day one eine sehr gute Optimierung, die auch hinter mir steht. Wir haben gemerkt, dass die meisten Companies keine gute Forecasting-Capability haben. Und dementsprechend eine gute Optimierung auf schlechten Daten und schlechten Forecasts ist egal, wie gut die Optimierung ist, das verläuft im Sand. Und das ist für mich die schöne Analogie, wenn wir uns vorstellen, wir sitzen auf der Titanic. Ja, es ist natürlich super wichtig, in dem Moment, wo ich den Eisberg sehe, genau zu wissen, okay, welchen Plan muss ich jetzt exekuten, damit hier alle sauber runterkommen oder ich vielleicht auch noch einigermaßen heil davon nur anschramme. Das ist die Optimierung. Und extremes Potenzial, weil am Ende macht das den Unterschied in der Realität, ja, wie erfolgreich bin ich und wie viele Leute bringe ich in dem Fall in Sicherheit. Der Forecast auf der anderen Seite ist quasi, je früher ich weiß, wo ein Eisberg kommt, desto besser kann ich mit einer Optimierung natürlich einlenken und habe mehr Potenzial. Und so sehe ich das als Kombination. Und dementsprechend würde ich allen Companies und auch vor allem, um die Leute auch mitzunehmen, immer raten, fangt mit einem Forecast an. Das ist ein bisschen, wir nennen das Support Decision Making. Fangt in der Planung, egal auf welchen Zeithorizonten, macht einen guten Forecast, weil ihr habt die, ob ihr sie implizit oder explizit habt, irgendwo habt ihr schon Forecasts. In der Regel sind sie schlecht. Nutzt die. Überlegt euch dann nochmal, werden die richtig genutzt? Und das ist eine super Grundlage, um dann einzelne Optimierungscases wie Kapazitätsplanung etc. pp. Draufzusetzen. Und was ich daran so liebe, ist, der Forecast ist oft eh schon, also der bricht die Silos auf. Weil wenn eine Abteilung einen guten Forecast hat, dann sind die anderen auf einmal, hey, ich habe bei dir immer 50% draufgerechnet, wenn du mir das gegeben hast, weil das so schlecht war. Ich war jetzt 3 Wochen, war das so genau, ich habe hier viel zu viel rumliegen, kann ich den auch nutzen? Und deshalb ist ein Forecast immer ein super, auch ein Element, um Silos aufzubrechen. Die Optimierungen sind dann oft erstmal pro Silo wieder. Und das sehen wir dann eher so, dass so System-of-System-Gedanke, wir fangen das System an einer Optimierung an, dann macht man andere und eigentlich kann man die Bereiche im nächsten, kann man das gemeinsam optimieren, um mehr Synergieeffekte zu haben und mehr Potenzial zu heben.
Und wir sagen deshalb auch, vielleicht ist es noch ein bisschen zu futuristisch, aber für mich sind auch die Planer, du hast ja vorhin gefragt, die müssen wir enablen, zu Potential Minern zu werden. Weil deren Aufgabe ist es, Potenziale zu finden, ja, und zu sagen, naja, hier im Lager haben wir noch was, hier bei dem Use Case, wenn ich da den Constraint, wenn ich da jetzt hart mit dem Einkäufer zusammen in die Verhandlung gehe, das macht anhand der Supply Chain, hat das einen riesen positiven Halo-Effekt, das sehe ich, weil ich die zwei Sachen kombiniert habe. Das Potenzial, da müssen wir uns als Company drauf, den Blocker müssen wir wegbekommen, Riesenpotenzial für die Firma. Und also deshalb immer mit dem Forecast anfangen. Sobald der gut ist, kann man gucken, welche sind die Optimierungscases, die am meisten Wert bringen. Ich stelle da gerne immer die Frage, auch den Managern, hey, welches, wenn ich dir welches Problem heute löse, würdest du ein Bild von mir in deinem Büro aufhängen? Dann, das ändert nochmal ein bisschen die Perspektive, weil jeder will KI machen und oft, die Leute wollen auch viel KI machen, ohne dass es erstmal ein relevanter Case ist. Hauptsache, sie können sagen, sie haben es gemacht. Und zu fragen, was ist dein Top 1 Problem? Und dann zu gucken, okay, wie lösen wir das jetzt? Wir haben schon Forecast da. Welche Optimierung löst das? In der Regel ist es nie ein Problem, weil alles lässt sich irgendwie lösen, zumindest teilweise. Mhm. Vor allem, wenn es mehr operative und Planungsthemen sind, natürlich diese strategischen 3- bis 5-Jahres-Dinger sind schwieriger mit der KI von heute, weil wir, je weiter wir in die Zukunft gehen, natürlich immer mehr Unsicherheiten haben. Also was mir jetzt gerade gefallen hat, Fabian, was du gesagt hast, Potential Mining oder Potential Miner, dass Planer eigentlich Potential Miner werden müssen. Also ich glaube, den Slogan klaue ich mir für eine interne Strategiepräsentation, um so ein bisschen auch die Zukunftsvision noch besser auszumalen, meinem eigenen Team gegenüber. Und ich glaube, das könnte auch der perfekte Slogan oder die perfekte Überschrift, so ein bisschen für Clickbait, für YouTube und Spotify etc. werden. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wir haben es zwar markenrechtlich schützen lassen. Ich habe das hier erst vor ein paar Tagen hier aus den USA bekommen. Richtig geil. Vor 3 Jahren saßen Thorsten und ich das erste Mal zusammen und haben gesagt, da hatten wir diese Technologien, der hatte mal, okay, was ist das denn eigentlich? Und wir haben es damals Potential Mining genannt. Natürlich die Kategorie, in der wir uns befinden, ist Decision Intelligence. Aber wenn man so die einzelnen Sachen sich anschaut und auch überlegt, zu was befähigen wir die Leute, finde ich das Wort eben total passend. Und ich freue mich, es im Titel von dem Podcast zu sehen. Wow, das ist cool. Das ist jetzt absolut spontan, das gefällt mir richtig gut. Jetzt habe ich gerade verschiedene Fragen, die mir durch den Kopf gehen. Vor allem von jetzt gerade den letzten paar Minuten, bei denen du ausgeholt hattest. Fangen wir mal, also ich habe eine Frage zu Planungshorizonten, vielleicht stellen wir die ganz kurz hinten dran. Wenn wir über Potential Mining reden, in meinem Supply Chain Umfeld immer alle paar Jahre mal gibt es ganz große, ich nenne es mal Netzwerkstudien. Also so ein bisschen Production Footprint, Warehouse Footprint und solche Themen. Glaubst du, also wirklich jetzt vielleicht auch wirklich geträumt, ne? Glaubst du, dass solche Tools, ob das jetzt eures ist oder andere Tools, die in diese Richtung künstliche Intelligenz gehen, dass die irgendwann das Potenzial haben, dass man eben nicht mehr diese Riesenstudien alle paar Jahre, sag ich ja, machen muss, sondern automatisch schon, keine Ahnung, 70-80% vielleicht aus den etablierten planungsgrundlegenden Tools im Unternehmen rausholen könnte, um dann eben auch die großen strategischen Entscheidungen abzuleiten. Was da, hast du da schon mal drüber nachgedacht? Ja. Also ich sag immer, KI ist magisch, aber keine Magie. Also dazu stehe ich auch und ich glaube, das wird sich die nächsten Jahre nicht ändern. Auch, ich meine, mittlerweile fühlt sich auch diese Large Language Daten nicht mehr magisch an, weil es schon Alltag ist, so schnell wie das ja mittlerweile alles geht. Ich glaube aber auch, wenn wir jetzt nochmal zurückspringen auf, ich kann schneller iterieren, ich kann mehr ausprobieren. Was machen wir, wenn wir denn langfristig planen? Wir spielen quasi Risk versus Reward und spielen Szenarien durch. Ich denke, das wird schon auch mehr on scale auf Computern und in Tools dadurch passieren können. Mhm. Und ich denke auch, dass deshalb die kurzfristige Planung, 1 bis 3 Monate, die mittelfristige Planung und die langfristige Planung immer ganzheitlicher gedacht werden können. Mhm. Ich glaube aber, dass vor allem der langfristige Horizont weiterhin so hoch mit Unsicherheiten behaftet ist, weil sich auch unsere Welt einfach immer schneller dreht oder sich dreht sich gleich schnell, aber die Dinge und Sachen, die sich ändern, einfach in der Frequenz deutlich höher ist. Dass ich vor allem dann glaube, kurz- und mittelfristig können die Tools viel bewirken und legen eine gute Basis, um langfristig, also um, dass ich dieses langfristig gar nicht mehr so krass brauche, an vielen Stellen, natürlich bei anderen ist es unausweichlich, weil ich schnell reagieren kann. Also ich glaube auch, wenn ich jetzt auch da wieder aus der Praxis drauf schaue, es ist auch in Ordnung, dass langfristig
die Genauigkeit von solchen Modellen abnimmt, weil in der Regel können ja auch Unternehmen und Supply Chains vor allem auch langfristig reagieren, ne? Keine Ahnung, in meisten Industrien dauert es 1 bis 2 Jahre, bis man eine neue Produktionsanlage irgendwo aufgebaut hat. Es dauert vielleicht 3 Monate, um eine neue Betriebsvereinbarung mit dem Betriebsrat zu diskutieren, um zusätzliche Kapazitäten, was jetzt Arbeitszeit betrifft, zur Verfügung zu stellen. Man kann innerhalb von 2 Jahren vielleicht neue Lieferanten finden, qualifizieren, was auch immer. Also ich glaube, das ist okay, weil eben auch die Supply-Seite, ne, wenn man so ein bisschen Demand-Supply anschaut, die Supply-Seite manipulierbarer ist, je mehr man Zeit hat, egal welche Richtung. Das andere ist so ein bisschen, wenn man lang, bleiben wir mal beim Langfristig, was mich auch interessieren würde. Oftmals Supply Chains in der Vergangenheit hat man viel über Menge, über Volumen geredet, weil das ja die physische Welt auch steuert. Was mich jetzt gerade zurzeit extrem beschäftigt, ist immer noch dieses Thema Integrated Business Planning, also so ein bisschen die Supply Chain Planung Richtung Finanzplanung zu bekommen, dass dann die CFOs der Unternehmen, sage ich mal, nicht mehr ihre eigene Finanzplanung machen, sondern dass sie bestenfalls komplett aufsetzen auf dem, was wir schon liefern in der Supply Chain. Wo stehen wir da, deiner Meinung nach, in der Industrie und den Möglichkeiten? Ich glaube, es ist pro Industrie sehr unterschiedlich. Was ich immer mehr sehe, ist die besten CFOs oder Muster, das ich sehe. Ich bin ja selber jetzt nicht aus der Finanzbranche, aber die ich als beste CFOs wahrnehme, sind immer die, die sich auch ein extrem starkes Data Science, Data Engineering und Data Analytics Capabilities in ihr Resort holen. Und für mich ist das quasi eine Vorstufe, weil was machen diese Teams wieder, wenn man sich anschaut, welche Aufgaben machen die bei einem CFO? Das ist schon sehr nah wieder an einem Forecasting dran, auch für die Planung. Ja. Und dementsprechend glaube ich, es ist wichtig, dass es, also es gibt noch eine Trennung, strukturell, aber es wird immer mehr zusammenwachsen. Und je besser wir Single Source of Truth kreieren können, die dann wieder im Unternehmen auch aus verschiedenen Silos oder Abteilungen hin und her wandern können und nicht 4 Abteilungen, 4 Forecasts, desto besser und handlungsfähiger ist ein Unternehmen. Und dementsprechend glaube ich, dass das immer mehr kommen wird, weil nicht jedes Unternehmen kann sich ein riesen Data Science Team noch für einen CFO leisten oder in dem Bereich, auch wenn die natürlich mehr abdecken. Und dementsprechend werden solche Tools immer mehr auch dahin wandern müssen, wenn sie wirklich das ganze Potenzial von der Firma ausschöpfen wollen. Ja, ich habe da ein Negativbeispiel auch mal, um bei dem Thema zu bleiben. Ich war mal, ich kann da jetzt nichts zu sehr offenlegen, aber ich war mal überrumpelt mit einer Diskussion beruflich, wo ich mitbekommen hatte von einem, nennen wir es mal Projektmanager, der mich interviewt hatte für den Planungsfachbereich, weil er gerade für den CFO künstliche Intelligenz anschaut mit einer Hochschule, um den Financial Forecast zu verbessern. Und ich bin fast vom Stuhl gefallen, habe gesagt, gehen wir das nicht gerade ein bisschen falsch an, ne? Sollte man nicht andersrum aufbauen? Ihr fangt bei uns in der Supply Chain an und wir rechnen das hoch, sage ich mal, ne? Weil auch ein Financial Forecast, und da darf mich jetzt jeder, der Finanzexperte ist, auch gerne in den Kommentaren oder so lynchen und auseinandernehmen, was ich jetzt gleich sage. Aber ich behaupte, ein Financial Forecast, der kann ungenauer sein als ein Supply Chain Forecast, weil der Supply Chain Forecast die echte Welt antriggert und echte Kosten generiert etc. Und Financial Forecast ist schon auch wichtig, ist mir klar, aber der ist ja auch ein bisschen für Investoren, ein bisschen Kredite aufnehmen und habe ich Geld für Investitionen, also wichtig, aber er muss nicht so genau sein, je nachdem, wie gut oder schlecht es im Unternehmen geht zumindest. Ja, und ich glaube, es kommt auch darauf an, ne? Woran messe ich die Qualität meines Forecasts? Das sehen wir auch bei Kunden. Ich glaube, vielleicht ist es auch einfach ein anderes Qualitätskriterium, was für so einen Financial Forecast wichtig ist. Oder end of the day ist es natürlich trotzdem, wie du sagst, am besten die Sachen nahe zueinander holen, weil auch andersrum die Financial Forecasts vielleicht auch dem Supply Chain Forecast wieder helfen, weil die haben auch wieder Informationen, das ist ja Spieltheorie, ne? Die haben auch wieder Informationen, Richtig. die euch vielleicht wieder helfen würden, besser zu Ja. planen, wenn ihr Ja. wisst, dass es Cut-offs gibt in 6 Monaten oder whatsoever. Das ist ja immer so ein bisschen Katz-und-Maus-Spiel auch. Ich glaube, am Ende Richtig. profitiert die Firma, möglichst transparent zu sein, was Daten angeht, und damit wirklich alles rauszuholen. Ja, sehr, sehr schön gesagt. Bleiben wir nochmal, komm, oder gehen wir mal auf die Planungshorizont-Diskussion zurück. Ich überleg mir jetzt gerade, du hast auch gerade gesagt, wie misst man denn überhaupt, ob ein Forecast gut ist oder ich nenne es immer Forecast Quality beruflich, wenn ich mit meinem eigenen Team rede, dass ich nicht immer so über Kennzahlen nur rede. Ich überlege jetzt gerade auch diesen Time-Lag, wie man etwas misst, weil machen wir mal das Extrembeispiel, wenn man irgendwelche Produkte zukauft.
oder Produktionsstätten in Asien hat, aber in Europa sitzt und dort die Ware verkauft, dann habe ich ja teilweise, wenn ich jetzt end-to-end bis die Produktion und die Rohstoffe für die Produktion in Asien und so beschafft sind, habe ich manchmal locker 6 Monate oder so, bis von der Entscheidung, bis die Ware da ist und ja, verkaufsfähig ist. Dann nutzt es mir, behaupte ich jetzt mal frech, ja nicht so viel, wenn der Forecast von letzter Woche sehr gut ist, sondern ich muss ja vielleicht dann den Forecast von vor 6 Monaten schon einigermaßen genau haben. Ja. Wo sind denn da die Grenzen der KI heute? Könnt ihr eher den Forecast der nächsten 4 Wochen gut berechnen oder kann man auch schon mal ein halbes Jahr etc. recht gut im Voraus Vorhersagen treffen? Ja, also 6 bis 12 Monate läuft noch echt ziemlich stabil. Vielleicht kurz auf die Forecast Accuracy. Also es ist super wichtig, deshalb sind uns auch immer, uns ist immer wichtig zu wissen, wie ist der Prozess? Also lieber Planer, sag uns, wie ist es denn heute? Weil der Forecast muss immer auch daran, also wir optimieren ja automatisiert die Forecast Accuracy. Und wenn der Planer sagt, 6 Monate, da schaue ich drauf und das ist der Zeitversatz, dann wird auch da die Qualität gemessen und die verbessert. Das heißt, es kann auch sein, dass solche Forecasts ein bisschen schlechter sind in den ersten paar Wochen, weil sie genauer sind auf 6 Monate und andersrum. Und deshalb ist so wichtig, mal zu wissen, auf welchem Time Horizon will ich auch den ganzen Forecast machen. Ja. Was auch spannend ist, also für alle, die jetzt schon Forecasting-Tools angeboten bekommen haben oder mit Zahlen um sich schmeißen wollen, Forecast Accuracy. Es gibt so viele Metriken, also zum Beispiel, die ganz viele sagen immer, oh, ich will 95% oder besser. Richtig. Wenn ich jetzt, wenn ich ganz viele Produkte habe, die immer nur 0 oder 1 sind und ich habe andere, die sind in den 10.000ern oder 10 hoch 6, 10 hoch 7er Potenzen, dann ist ein Prozent schon mal was ganz anderes. Und wenn ich jetzt meinen Gesamtforecast, wenn ich das alles zusammenmische, kann ich schon gar nicht mehr wirklich drauf schauen. Das heißt, ich glaube, es ist ganz wichtig, am Ende zum Beispiel die Frage zu stellen, tut mir es mehr weh, diese 0 oder 1? Oder also tut mir, weil ich da eine Produktionslinie vielleicht baue, wenn ich mich verschätze, oder ob ich jetzt 200, 2000 Stück mehr oder weniger mache. Was tut mir mehr weh? Und darauf sollte ich messen und da messe ich unterschiedlich. Ganz wichtiger Punkt. Und da, deshalb wollen wir mal das Business-Problem verstehen, weil wir haben die, also wir haben das quasi alles in unserem Produkt drin, verschiedene Metriken und wählen dann genau die aus, die wirklich auch das Business incentiviert, den Forecast da besser zu machen. Weil Forecast wird immer eine Ungenauigkeit haben, die Frage ist ja an welchen Stellen. Im Strommarkt sind zum Beispiel die Peaks viel, viel relevanter als ein bisschen Standardabweichungen. Das ist genauso bei neuen Produkten im Retail oder anderswo, wenn ich mich dafür schätze, dann baue ich ganz falsch meine Produktion auf, weil ich dachte halt, das Produkt wird ganz viel produziert und das ist ein bisschen, das ist genau andersrum gekommen. Jetzt habe ich ein Problem, die Maschinen sind die falschen. Und ich glaube, so ist die Denke, die man auch generell als Planer wieder haben sollte, wenn man so Tools nutzt. Zu welchem Zweck mache ich das? Und wenn das falsch ist, in welchen Situationen, wie sehr tut es mir denn weh und warum? Ja, das finde ich gut, weil jetzt auch ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Ich hatte letztens erst wieder eine Diskussion, wo wir, ich sage jetzt eine Zahl, die ist nicht ganz richtig, ja, aber wo wir vielleicht letztes Jahr geschafft haben, um 2,5% den Forecast global zu verbessern. Und ich habe das total gefeiert, auch Richtung Management-Teams. Aber da waren einige so, ja wie, 2,5%, das ist ja gar nichts. Und dann habe ich erstmal ein bisschen nachweisen müssen, hey, das ist ein mega Hebel gewesen, ja. Deshalb haben wir vielleicht Millionen an Beständen weniger, deshalb haben wir vielleicht 1% höheren Service, viel weniger Nachlieferungen, irgendwelche Expediting-Costs in der Logistik oder so gehabt und. Und also das wird oft nicht richtig verstanden. Und das andere ist auch bei den Forecast-Kennzahlen, auch jetzt Zielsetzung für 2024, als wir das abgeschlossen haben, da bin ich auch wieder drüber gestolpert. Manche Länder oder Regionen, wie auch immer, Vertriebsgesellschaften, man vergleicht sich ja dann, ne? So ein bisschen, keine Ahnung, wenn ich jetzt sage, 80% ist jetzt in unserem Geschäftsmodell vielleicht ideal. Manche schaffen die 80%, vielleicht sogar mehr. Andere, die haben Probleme, 70% zu erreichen. Aber vielleicht haben die sogar die besseren Planer, weil würden die nicht diesen Forecast Value Add generieren über die bessere Modellierung und was auch immer dazugehört, wären wir noch deutlich schlechter. Aber jeder hackt auf denen rum, die nur die 70 haben, obwohl die eigentlich einen besseren Job machen. Ja. Also auch da sind wir jetzt dran und das dauert eine Weile, ne, von dieser Forecast Accuracy wegzugehen, mehr zu Forecast Value Add. Ja. Und da wäre es natürlich auch cool, wenn man Tools hätte, weil heute habe ich noch keine Tools gesehen, die mir die jetzt direkt in so einem Dashboard oder so ausspucken. Weiß nicht, macht ihr das? Habt ihr solche Vergleiche, Forecast Value Add, die man auch direkt on point sieht, dass man sieht, was ist denn das echte, richtige, gute Ziel für jemanden? Ja, wir tracken das live in unserem Produkt, kann ich dir gerne auch nochmal separat zeigen, weil wir ganz hart gesagt, ich will auch keinen Forecast Case
fangen, der nichts bringt. Weil dann hast du immer, dann musst du dich als und als externer Provider ja noch schlimmer, dann bringst du keinen richtigen Mehrwert, du musst es verargumentieren, der Kunde muss es verargumentieren und man weiß ja eigentlich, dass er wird es auch schwer haben, weil es bringt keinen wirklichen Value-Add. Deshalb haben wir als eine Komponente in unserem Produkt, wir mappen die bestimmte Metrik zu einer, also über einen Dreisatz und einer Kalkulation zu, wie viel habe ich dadurch an Lost Revenue, wie viel muss ich auch an Dingen vielleicht auch Überbestände wegschmeißen, also einfach Faktoren, die sehr speziell pro Kunde sind, die konfigurierbar sind im Produkt. Und es gilt auch zum Beispiel für CO2, damit habe ich auch schon Supply Chain Transparenz wieder, also wir tracken diese Metriken mit und das ist auch der erste Schritt zu dann einer Optimierung wieder, sagen wir jetzt optimieren wir noch die Metrik im nächsten Schritt, ja. Und ich glaube, deshalb sind Optimierungen auch so powerful, also Schritt 2, weil sie zwingen dich immer auf die KPIs zu schauen. Und dann wird oft nochmal, also wir haben auch viele Kunden, die machen Forecast, dann machen sie eine Optimierung und dann können sie auf einmal quantifizieren, wie viel Prozent ihnen ein besserer Forecast wirklich bringt oder nicht. Also ist sehr spannend. Ja, ist ein bisschen unterschiedlich von Industrie zu Industrie, aber ich kann es jedem nur ans Herzen legen. Frontloading machen, es ist immer schmerzvoll, sich mit den Leuten hinzusetzen und hart zu diskutieren, bringt es wirklich was? Weil erstmal ist es ja immer cool, einen Forecast zu verbessern und neue Technologie einzusetzen. Und wir als Tool-Provider wollen es eigentlich auch, aber wir haben gelernt, die Diskussion muss möglichst früh kommen. Und das kann ich jedem auch nur intern ans Herz legen, weil so kann man auch langfristig dann Erfolge feiern und seine eigene Energie auch in die richtigen Dinge stecken. Ja, was mir dazu auch, ich glaube, das ist auch extrem schwierig, so ab wann macht es keinen Sinn, eben mehr den Forecast weiter zu verbessern? Wann sollte ich mich auf andere Elemente der Lieferkette etc. konzentrieren? Weil ob ich nochmal 1% besser werde, habe ich dann vielleicht Probleme im Replenishment, in der Distributionsplanung, in der Herstellung oder wo auch immer. Und das ist ganz schwierig, glaube ich, ne, diese Cut-Off-Points zu finden. Oder hast du da schon Ansätze gesehen, gerade als Mathematiker, wie man sowas auch ausrechnen kann? Weil ich tue mich da unheimlich schwer. Ab wann shifte ich den Fokus komplett? Ne? Ja. Wann sage ich, jetzt halte ich das einfach und shifte den Fokus? Ja. Hast du da einen Tipp? Weil ich tue mich da wirklich schwer in der Praxis. Ja, das ist ja bekannt unter Multi-Echelon-Optimization. Ich finde es schön an mathematischer Optimierung, wenn man merkt, es ist hier gut, nächster Case. Das merkt man in der Regel oft, weil die Leute, also das Bottleneck verschiebt sich und irgendwo anders schreien die Leute richtig mehr. Ja. Und irgendwann, wenn man die Optimierung überall aufgesetzt hat, die Forecasts laufen, dann springt das eh wie so ein Ping-Pong-Ball hin und her. Und man merkt immer dann da, wo er hingesprungen ist, da muss man vielleicht auch nochmal die Optimierung verfeinern oder ausweiten, dass sie jetzt das Neue abdeckt. Und so, also deshalb geht er ganz entspannt ran. Fangt immer mit einem Use Case an, sehr fokussiert, macht den gut und dann wird irgendjemand woanders schreien und da gehen wir als nächstes hin. Ja, sehr gut, schön geantwortet. Und ich glaube, was ich noch abschließend da vielleicht zum Forecast auch sagen möchte, wenn ihr einen Forecast habt und wisst, wie gut oder schlecht er ist, aber ihr wisst, dass ihr ihnen zu gewissermaßen vertrauen könnt, ne? Mit gewissen Schwankungsbreiten natürlich. Wenn dann mal Chaos eintritt, gut, nehmen wir mal Corona nicht, da waren zu viele Variablen, ne, die da damals in der Pandemie sich verändert haben. Aber nehmen wir jetzt den Suezkanal, der seit ein paar Wochen, Monaten so aktuell rumfliegt. Wichtig ist einfach dann, wenn sowas passiert, nicht in Panik ausbrechen, vertraut den Daten, den ihr habt und trefft anhand dieser Daten, wie schon auch vor der Krise, eure Entscheidungen. Weil viele überreagieren, klassischer Bullwhip-Effekt und so weiter und so fort. Und verursachen dann Kosten, weil sie irgendwo psychologisch getrieben etwas eigentlich vermeiden wollen. Aber eigentlich ist das oftmals dann eine Deoptimierung, wenn es das Wort überhaupt gibt in Deutsch, ja, ein suboptimales Ergebnis, ne, sage ich mal. Das kann ich auch noch aus der Praxis mitgeben, in der Panik nicht dran rumschrauben, nehmt die Daten, wie ihr sie habt und schaut eure Entscheidungshorizonte an. Fabian, wir hatten bis jetzt ein richtig gutes Gespräch gehabt und ich möchte gerne jetzt eigentlich den Podcast so zum Ende bringen. Und dadurch du der Gast bist, hast du zum einen das letzte Wort und ich verbinde das mit einer Frage und dann kannst du gerne so deine Abschlussworte oder auch was du dir wünschst, ne, wie du in die Zukunft schaust, dranhängen. Wo möchtest du selber noch hin? Also was möchtest du jetzt noch lernen für dich selber oder auch im Sinne von KI oder mit eurem Unternehmen? Und eben, welche Abschlussworte würdest du noch den Zuhörern, Zuschauern mitgeben, um ihnen auch Mut zu machen vielleicht auf dieser Veränderungsreise? Ja, es passt gut zusammen. Ich möchte noch besser lernen und verstehen, wie wir diese Technologie und die Mathematik hinten dran, an welchen Stellen müssen wir es verständlicher machen, dass die Leute wieder ein besseres Gespür für haben, wie sie auch damit interagieren können. Und
Das ist auch vielleicht an alle, die zuhören, habt da keine Angst. Also A, Zahlen beißen nicht, das wisst ihr ja. Aber auch die Neugier zu haben, okay, was passiert denn, wenn ich, also Experimente zu machen und Iterationen zu machen, also unser Optimierer heißt ja auch Sokrates und man lernt nur durch Iterationen, da sind wir als Menschen gut. Habt da keine Angst, nehmt den Mut, macht Iterationen, auch mit solchen Algorithmen, probiert Dinge aus, wenn ihr sie nicht versteht. Das ist normal. Oft ist es eine Nacht drüber schlafen oder mit einem Kollegen mal drüber sprechen, dann kommt man auf einmal auf die Ideen und versteht auch, wie die Wirkmechanismen der Algorithmen sind. Also ich kann jedem nur empfehlen, spielt mit der Technologie rum und macht euch da keine Sorgen, wenn am Anfang erstmal alles chaotisch wirkt oder kompliziert. Ihr werdet damit klarkommen und es wird euch auf ein ganz neues Level bringen und hoffentlich alle zu Potential Minern machen. Ja, perfekt. Das ist doch ein ganz schönes Schlusswort. Fabian, es hat mir unheimlich Spaß gemacht. Danke für das Gespräch und bis demnächst. Danke dir, Martin. Das war das Interview mit Fabian Rang. Wie zum Intro versprochen, bin ich ganz sicher, dass ihr das ein oder andere an Inspiration mitgenommen habt. Wir hatten ja auch den ein oder anderen Überraschungsmoment, siehe Potential Mining im Laufe dieses Videopodcasts. Kommentiert doch mal unter dem Video, was ihr mitgenommen habt, was euch besonders gefallen hat, wo ihr vielleicht in einer weiteren Folge mit Fabian mal in die Details gehen wollt. Ich verlinke euch mal in den Shownotes auch den Link zu Fabians und Paretos YouTube-Kanal, denn dort sind viele Erklärvideos zu Optimierung, künstlicher Intelligenz etc. Schaut doch da auch mal vorbei. Da gibt es wirklich ganz viel Material schon, auch viele Follower und Zuschauer bei einigen Videos und Abrufe. Und ansonsten, wie immer, bitte 5 Sterne dalassen, das würde mich besonders freuen auf Spotify. Abonniert den Kanal auf YouTube, teilt den Kanal, liked das Video. Und in diesem Sinne, wie immer, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören, fürs Zuschauen.